Im Museum Karasburg laufen seit fast 2 Jahren grundlegende Umbauarbeiten der Dauerausstellung im Haus. Inzwischen ist mit der 3. Phase begonnen worden. Diese Frischzellenkur ist tatsächlich so umfangreich, dass hier in insgesamt 5 Phasen vorgegangen wird. Seit über 25 Jahren gibt es das Museum Karasburg am Coswiger Rathaus. Umbauten hat es seither viele gegeben. Ja, also wir haben ja das Museum 1996 eröffnet, haben es 2000 erweitern können. Durch den Bau des neuen Rathauses sind die Verwaltungsräume rausgekommen, praktisch aus dem Haus. Und das steht jetzt über 20 Jahre und deshalb ist es schon notwendig, auf die Sichtweisen und den Informationsgehalt der Ausstellung einzugehen und den Besucher vielleicht auch mit ein paar neuen Dingen zu überraschen. Die Gründe für diese Sanierung liegen unter anderem darin begründet, dass sich im Laufe der Jahrzehnte die Ansprüche der Besucher, aber auch die der Museumsbetreiber deutlich verändert haben. Ganz unterschiedliche Themengebiete umfasst die neue Dauerausstellung. Also Phase 1 war der erste Ausstellungsraum im Erdgeschoss. Der bezog sich auf die Themen Alte Kirche und Ritter Karas. Das ist also abgeschlossen. Phase 2 war die Archäologie, die ist auch abgeschlossen. Phase 3 ist jetzt hier oben. Der erste Raum im Obergeschoss beschäftigt sich mit den Dörfern und ihrer Geschichte. Phase 4 soll noch in diesem Jahr fertig werden. Das ist ein Raum, auch im Obergeschoss, der sich den Persönlichkeiten und Institutionen von Coswig widmet. Und Phase 5 wäre dann für 2025 geplant. Und dort wird es um die Industrie, Handwerk, Gewerke und um den Gartenbau gehen. In der nun 3. fertiggestellten Phase stehen die Dörfer Coswigs im Fokus. Gemeint sind die 5 Stadtteile Coswig, Sörnewitz, Brockwitz, Neu-Coswig und Kötitz. Also die Geschichte der Dörfer hat natürlich nicht mehr so viel Platz, wie sie vorher hatte. Dafür gibt es technische Lösungen, die das möglich machen. Und der Besucher kann einfach mehr anfassen, was er auch möchte. Na, also es ist nicht so strikt verboten, nichts anfassen, immer Abstand halten und so. Und wir haben natürlich auch die neuen Medien wieder mit ins Boot geholt. Es wird also eine Hörstation geben, wo man sich 2 Geschichten anhören kann. Und man geht auf die bäuerliche Entwicklung ein. Wir gehen darauf ein, dass es in Coswig auch Mühlen gegeben hat. Und und die bäuerlichen Geräte, das ist auch wichtig in Bezug auf die Museumspädagogik. Also all unsere Räume entstehen ja nicht einfach nur als Ausstellungsräume. Sie sollen ja die Besucher auch anregen, etwas zu tun oder weiter darüber nachzudenken. Beziehungsweise haben wir sehr viele Schulklassen, die bei der Museumspädagogik auch die einzelnen Abteilungen, sage ich mal, unseres Hauses besuchen und dort zusätzliche Angebote bekommen. Zu diesem zusätzlichen Angebot gehört zum Beispiel, dass Geschichte auch mit Neuigkeit zu tun haben kann. Wie oft mag sich manch einer schon gefragt haben, wie es denn an dieser oder jener Stelle seines Ortes vor gut 100 Jahren ausgesehen hat. Also Neues gibt es zum Beispiel, dass wir unseren Foto- und unseren Postkartenbestand weithin sichtbar gemacht haben. Also der Besucher kann in Form von, Karteikarten, sich einen Überblick verschaffen über bestimmte Gebäude in Coswig, hat auf der Rückseite dieser Karten dann auch immer noch eine Information dazu. Und ich denke, das ist sehr interessant, so ein bisschen in der Geschichte zu blättern. Die Elbe spielt natürlich eine wichtige Rolle. Wir haben da Bezug genommen auf dieses schöne Bild von der Bosel runter ins Elbtal, wo man Sörnewitz sieht und wo aber schon Brockwitz und auch Coswig zu sehen ist, andeutungsweise. Und da gibt es dann auch eine Vitrine dazu. Die hat sich kaum verändert zu der Vitrine, die wir früher schon hatten zur Elbe. Damit die Museumsbesucher aber blättern, stöbern und staunen können, müssen die Museumsmitarbeiter lange vorher jedes Detail genau durchdenken. Naja, das ist immer eine Teamentscheidung, ne? Also da sagt nicht einer, ich will das oder jenes, sondern wir informieren uns gegenseitig, was will der Besucher erstmal, ne? Wir haben also auch Besucher befragt, was würden sie sich denn vorstellen können. Das ist das eine. Dann ist es so, dass der Raum von der Größe her schon ein paar Parameter vorgibt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wir wollen ja den Raum auch so gestalten, dass durchaus ein Rollstuhlfahrer hier gut durchkommt.
Und das sind dann bestimmte Breiten, die gewahrt werden müssen. Und das ist nicht ganz so einfach bei den kleinen Räumen. Doch die Umbauarbeiten sind mit Phase 3 nicht abgeschlossen. Im Sommer wird die vierte Phase eingeläutet. Also Phase 4, der Raum, da stehen noch ein paar Sachen drin. Aber der Raum wird jetzt im Sommer, wenn wir geschlossen haben, vorgerichtet. Das heißt, da muss malerisch instand gesetzt werden und auch das Parkett muss überarbeitet werden. Und dann können wir mit dem Einbau der Sachen beginnen, so die Handwerker, je nachdem, wie schnell sie fertig werden. Es wird ja alles maßgerecht angefertigt für die Räume. Ein weiterer Raum, der 2025 mit der fünften und abschließenden Phase begonnen wird, ist bereits jetzt zugänglich. Also wir haben in dem Raum 5, in dem letzten Raum, der also erst nächstes Jahr neu gestaltet werden soll, eine Interimslösung geschaffen, indem wir dort Exponate vom Handwerk, vom Gewerbe und von der Industrie platziert haben, einfach damit ein bisschen mehr Raum ist und sich der Besucher ein bisschen mehr anschauen kann. Und es wird ja auch immer wieder nach bestimmten Dingen gefragt, vor allem nach dem Nackenmodell, und das wollten wir nicht vorenthalten. Bei derart umfangreichen und komplexen Arbeiten ist es für die Verantwortlichen immer sehr schwierig zu sagen, wie lange das alles dauern wird. Zu den Kosten, so die Museumsleiterin abschließend, könne sie noch nichts sagen. Die derzeitigen Preisentwicklungen seien auch weiterhin schwer einzuschätzen. Deutlich leichter einschätzen ließe sich aber ein weiterer Höhepunkt im Haus, die nächste Sonderausstellung. Am 12. April wird eine Kunstausstellung eröffnet. Dabei stehen diesmal Papier- und Buchkunst mit Marie Boley im Vordergrund. Geboten wird dann ein vollkommen anderes Sujet, sicherlich auch wieder recht spannend.